So, weiter geht's. Spieltag Nummer 6 gegen Bremen. Wieder Leihangebot. Warum wollen die mich eigentlich, warum wollen die mal leihen, ablegen? Nein, vergiss es, lass mich in Ruhe. Ich verleihe so halt meine Talente nicht. Ich versuche die aufzubauen. Das ist es halt. So, der ist doch zu jung. Ich würde den gerne holen. Ich würde den gerne mit hochziehen. Das ist es halt einfach. Der hat mega Potenzial. Er muss aber jetzt mindestens erst 16 werden. Und das ist es halt einfach. Er ist noch nicht 16. Und das. Dann kann ich ihn erst hochziehen. Wahrscheinlich erst zur neuen Saison. Gut, ah ja. Kümmern wir uns mal erstmal um Bremen. Und hoffen, dass wir da mal wieder einen Sieg holen. Ist ein Heimspiel übrigens. Also Heimspiele sind wir momentan gut dabei. Gehen wir rein. Ah, der hat doch eine Pressekonferenz, oder? Ne, habe ich nicht richtig. Kommt noch eine Pressekonferenz eigentlich ja, ne? Ne, kommt nicht. Da habe ich es aus der Sinn weggeklickt. Eigentlich wollte ich noch in die Pressekonferenz gehen. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Er ist im Moment fast unaufhaltsam, bester Scorer der ganzen Liga und das will er uns natürlich auch heute wieder zeigen. Gleich geht's los. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolfuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant. Und es ist eins klar, es wird hochklassig. So. Die Jungs klatschen sich noch ab. Sehe ich das richtig gerade, dass da George spielt? Den George? Ja, doch, ist eigentlich richtig. Ich glaube, den haben wir verkauft nach Bremen. Sah nur so gerade aus, als wäre das so gewesen. Guck mal, müssen wir gleich über die Aufstellung mal gucken. Unsere junge Truppe. Siehst du gerade nicht. Aber es könnte natürlich auch einer von ihren sein. Ich weiß es halt nicht. Ich sehe es halt jetzt gerade nicht. Nee, ist es nicht. Es ist Felix Agu. Hätte es alles sein können. Ich habe jetzt nämlich nicht mehr im Kopf, wo ich ihn abgegeben habe. Oder ob ich überhaupt abgegeben habe, keine Ahnung. Aber ist egal, nicht unser Beispiel jetzt. Na gut, kümmern wir uns weniger um den Gegner, sondern erstmal um unsere Truppe und hoffen, dass wir wieder einen Heimsieg holen. Letztes Spiel gegen 6-0 gegen Düsseldorf aus. Und jetzt hoffe ich, dass wir gegen Werder ja, ähnlich auftreten können. Ein bisschen Moral zeigen können. Waldschmidt. Wir haben jetzt 8 Punkte nach 5 Spielen. Ist okay als Aufsteiger. Das ist gut als Aufsteiger. Vielleicht schaffen wir heute noch auf 10 zu kommen oder auf 11. Wir haben jetzt einen Sieg. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen. Ach nee, ein Sieg, genau, auf 8. Entschuldigung. Ein Sieg, zwei Unentschieden, die Niederlage in Karlsruhe. Angesichts der 4 Treffer, die ihm in den letzten 3 Spielen gelungen sind. So, naja, wie dem auch sei. Gehen wir uns mal, gucken wir jetzt erstmal, was wir machen heute. Ball draußen wird Einwurf geben. Weniger Gequatsche, mehr Konzentration niemand auf das. Kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ja. Und dann wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Favorit ist natürlich Bremen. Das sollte eigentlich für jeden klar sein. Aber gut gemacht. Wer weiß, was passiert. Holt er sich den Ball. Da machen sie die Räume eng. Ball im Aus.
Bei Düsseldorf gibt es einen Treffer. Wir geben kurz ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Fortuna Düsseldorf. Der Torschütze heißt Shinta Appelkamp. Er packt einen fulminanten Weitschuss aus, nimmt sich ein Herz und drin ist der Ball. Ui, der ist ein bisschen verzogen. Neuer Spielstand damit 1. Oh, gibt's das noch Ecke? Gespielt sind hier 15 Minuten. Danke. Tatsächlich. Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Da konnten sie nichts draus machen. Eigentlich war das vollkommen verzogen. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Sie bekommen den Ball nicht weg. Und viel Pech, knapp drüber, der hätte auch reingehen können. Hätte klappen können. Nur wo? Da sitzt man. Der ging aber knapp drüber. Ticken tiefer wäre drin gewesen. Aber leider noch. Leider noch nicht. Schmidt. Ja, Glück gehabt. Für Bremen, dass der Abpraller zurückkommt. Waldschmidt. Und damit ist der Ball weg. Super, gut gelöst. Na boah, ein bisschen über außen. Könnte die Führung werden. Das war eng. Du kriegst halt die Chancen, aber die macht halt die Tore nicht gerade nicht. Das ist schon die zweite gute Chance. Zweiter guter Abschluss. Aber noch nichts Gutes rausgekommen. Es gibt Einwurf, der Ball Einwurf ist raus. Prim. Bisschen die Bremer unter Druck gesetzt und plötzlich ist es dann super durchgesetzt. Das könnte die Führung geben. Und jetzt ist es das 1-0. Zum ersten Mal in diesem Spiel. Und das ist natürlich nur Roma. Der mittlerweile uns gehört. Die Kaufoption ist gezogen, er ist verpflichtet für 4,8 Millionen und zahlt es mittlerweile gut zurück. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jedenfalls haben wir es gemacht. Beim Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste. Aber wo bleiben die Chancen? Sie schaffen es nicht, sich Möglichkeiten zu erarbeiten und dann darfst du dich über einen Rückstand nicht wundern. Bis jetzt hat sie noch nicht wirklich eine Chance, ne? Es gibt einen Treffer im Freiburg-Spiel. Alle Infos kommen jetzt. Moment, Freiburg ist gar nicht so unwichtig. Wir haben hier das erste Tor für den SC Freiburg. Ja, Freiburg, neuer okay. Spielstand damit 1-0. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ja gut, ist mal zu erwarten. Kurzer Eckball. Da ist die Flanke. Strahler. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Wir mussten diese Info zum anderen Spiel leider unterbrechen. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Der SC Freiburg hat also das Tor gemacht. Sie gehen 1-0 in Führung. Da fängt er die Flanke ab. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Oh, schon hat's, gleich Halbzeit. Ja, ich hab's geachtet jetzt. Aber gut, wir gehen mit 1-0 in Führung. Es ist verdient. Die Chancen hatten wir. Es waren ein paar Chancen mehr dabei. Bremen hat die 4 vom Spiel. Einen Schuss haben sie gehabt, den der Keeper gehalten hat. Nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel. Kommt gar nicht. Anstoß. Und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. So, mal gucken, was die zweite Halbzeit bringt. Ja, vielleicht. Das war gar nicht so doof, sich da rumzudrehen. Da schießt er. Und 2-0. Stark gemacht. Doppelpack. Niemand kann ihn aufhalten. 48. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. 2-0 steht sie hier. Sie machen einen guten Eindruck.
Doppelpack auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin immer noch fest überzeugt, dass es genau der richtige Weg war, ihn zu verpflichten. Und ich bin so froh, dass ich ihn mittlerweile fest habe. Wie gesagt, RB hat ihn ja mittlerweile damals mal zurückgeholt. Das tat mir sehr, sehr weh. Ich bin froh, dass ich wieder zurückgekriegt habe. Herr Leier. Und dann direkt die Kaufoption gezogen habe, als ich das Geld ein bisschen dafür hatte. Und ja, der Junge macht Spaß. Jedenfalls. Auf jeden Fall gut Weg, zu spielen. Gut zu entwickeln. Er zieht ihn also nach London. Er geht zum FC Chelsea. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Kann man. Aus dem wird noch was. Definitiv. Aber bei uns bleibt ewig. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wird dem Fall nicht ganz böse. Deswegen habe ich. Halte sich davon, die Spieler eine Ausstiegsklausel zu geben. Oh, Bremen hat eine Chance! Gehalten, macht er gut. Aber das hat unser Keeper gut verhindert. So, und jetzt sind hier. Ah, guter Wahl, Carajo. Das ist die Chance. Ah, schade. Super abgewehrt hier. Da hat der Bremer ein bisschen. Jung. Die Chance auf den Konter. Ah, das war ja, dann zu harmlos. Ball ist weg. Schöner Ball, Carvalho. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Kommt der Ball. Ah, das war ein bisschen zu lange. Zu lang. Im Spiel von Freiburg ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. 2-0 wahrscheinlich. Zweiten Treffer ja. Für Freiburg. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. Gespielt sind 67 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Hätte ich sowieso nicht. So schade, dass sie abgestiegen sind. Probleme beim Ballbesitz, aber das kümmert sich offenbar über. Er hat die Chance. Oh. Ganz sicher. Wir sehen den Wechsel. Da passt der Dreierpack. Er geht in den Strafraum. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor. Carvalho. Kleefisch. Ulrich! Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Ja, zu lang. Erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft. Auf ihn ist Verlass. Bei Paderborn klar, wenn der. Deswegen rüber ins Studio. Als Aussteiger muss er die Heimspiele gewinnen. Na gut, zweimal vorbei. Am dritten vorbei. Ja, gut. Der macht's. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hin. Das war viel zu einfach. Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die Flanke. Und dann ja, das hat er gut gemacht. Haben sie gut rausgespielt. Ein Volley wie aus dem Lehrbuch. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Da no. Muss er aufpassen. Boah. Noch die Chance da. Es war zu überhastet abgeschlossen. Ich hätte noch ein bisschen drauf gehen müssen. Das wäre vielleicht wieder die Entscheidung vielleicht gewesen. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Bremen so, mit dem Platz auf außen. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Ja, das war gut gemacht. Gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Eine Minute gibt es noch. Aber das ist jetzt gerade herzlich egal. Jetzt die Flanke. Nicht drin, gehalten. Und das wäre eigentlich fast das Ende gewesen. Aber ich glaube, der pfeift jetzt eh ab. Ich glaube nicht, dass er noch mal groß was machen wird. Schade. Ich glaube, dass er jetzt abpfeifen wird. Was für eine Aktion. Hält sie hier im Spiel. Hey, der Wechsel gibt's noch. Hoffen, vielleicht bringt das auch nach vorne noch mal neuen Schwung. Es gibt sogar die Ecke. Frage, ob's jetzt. Gibt es jetzt noch mal
die große Chance, hier den Sack zuzumachen. Schumacher mit der Ecke. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Jetzt der Schuss. Ja, wird geblockt. Oder Taya, oh, das ist das Ende. Den hätte ruhig laufen lassen können. Noch. Aber Bremen geschlagen. 2-1. Und so eine Leistung kannst du dir nicht erlauben. Und wir bleiben damit oben rum. Wir haben zwar 5 Punkte Rückstand auf Freiburg, aber egal. Freiburg ist, glaube ich, kein Maßstab. Das war natürlich eine herausragende Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Naja, Hauptsache den Sieg gemacht, den Sieg zugesagt. Wie gesagt, das ist das nächste Halbspiel gewonnen. Ich glaube, das fällt jetzt mittlerweile schon. Darmstadt geschlagen, Karlsruhe geschlagen, Düsseldorf geschlagen und jetzt auch die Bremer, also 4. Heimsieg in Folge. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Wir haben jetzt 11 Punkte, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Wie gesagt, der eine Sieg war ja im Pokal, aber ja. So, gut, ja, grandioser Auftritt, auf jeden Fall hat er gut gemacht. Was für ein Abstieg, das ist gerade mal der 6. Spieltag. Noch höher gewinnen können, wenn ich mal so ehrlich bin. Sieg ist Sieg. Von daher sind 3 Punkte, die ganz, ganz wichtig am Ende sein können. Vielleicht, wie gesagt, am Ende mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Aber mal schauen. Ich danke Ihnen. Gut. Und dann gucken wir noch schnell in den Posteingang. Okay, das sind noch Scout-Spieler, ist aber nicht weiter tragisch. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's gegen, ach gut, in Freiburg. Topspiel, wenn wir gewinnen, sind wir wieder dran. Wenn wir verlieren, ist Freiburg weg. Naja, schauen wir mal, es wird wichtig. Es ist das Auswärtsspiel, da sind wir noch nicht so gut. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 11 Punkten, Freiburg hat 16. Und dann schauen wir mal, aber schaffen zum Topspiel. Bis dahin, tschüss.